Hi Mai. Du wirst heute einmal experimentell nachgeprüft. Sorgfältig durch klinische Studien geprüft, wissenschaftlich geprüft, kontrolliert oder geprüft, geprüft und ausreichend detailliert veröffentlicht, publiziert und geprüft, wissenschaftlich nachgewiesen, hypernördisch und statistisch analysiert, nicht geprüft, gemessen und analysiert. Analysiert und dann wird sie geprüft. Weil er wissenschaftlich geprüft ist. Approved. So, hallo Freunde der Sonne. Ihr wisst, was jetzt kommt. Es wird mal wieder Zeit für wissenschaftlich geprüft. Freundlich gestimmte Analytik auch vor den eher unbeachteten Dingen. Moment, Teil 4 sind wir schon. Das vierte Tischbein am Tisch und nicht zum Beispiel der vierte Indiana Jones Film in der Reihe. Eher so wie der vierte Star Trek Kinofilm. Zur Erinnerung, das ist der mit der Zeitreise und den Buckelwalen. Diese Wale völlig auszurotten, ist doch eigentlich nicht logisch. Wo steht geschrieben, dass die Menschen logisch sind? Atomgetriebene Kriegsschiffe. Es heißt Enterprise. Wäre dies nicht der Augenblick für eine farbige Metapher? Computer. Hallo, Computer. Das da ist die Tastatur. Tastatur? Wie rückständig. Ich bin Pavel Tschekov, Commander der Raumflotte, Föderation der Vereinten Planeten. Das ist ein Russe. Das ist die blödeste Geschichte, die ich je in meinem Leben gehört habe. Natürlich ist das ein Russer. Mein Gott, das ist ja finsteres Mittelalter. Hier, das müssen Sie schlucken. Und sollten Sie dann noch Probleme haben, dann rufen Sie mich. Verdammt, sehen Sie denn nicht, dass es sich hier um einen Notfall handelt? Diese Frau hat eine postprandiale Erweiterung des Oberbauches. Was hat sie? Blähungen. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Er wird durchkommen. Ja, vorhin war es doch Sie. Es war eine Geschlechtsumwandlung. Der Doktor hat mir eine Fliege gegeben und hier ist eine neue Fliege gewachsen. Scotty, reinbeamen. Ach, überrumpelt. Sie sind meine Freunde. Ich fühle mich wohl. Langes Leben und Frieden. Faszinierend. Immer wieder. Ja, das wollte ich jetzt unbedingt noch machen. Hypernerdisch wie immer. Aber auch zur allgemeinen Belustigung. Ein bisschen Mehrwert für wissenschaftsjournalistisch interessierte Leute. Und natürlich Nostalgie pur. Good times. Good times. Ich bin schon ganz nostalgisch. Freunde der Sonne, wir haben heute etwas zu feiern, nämlich über 2000 Abonnenten. Und so ändern sich die Zeiten von Yay, ich habe 100 Abonnenten zu Shit, 4000 Abonnenten, seit 3 Wochen kein neues Video. Was machst du, wenn du endlich die 1 Million Abo hast? Meinen weißen langen Bart streicheln, weil ich bis dahin wahrscheinlich ungefähr 70 Jahre alt bin. MyLab hat die 1 Million Abonnenten geknackt. Alles andere hätte auch wirklich zu viel Sinn gemacht. Also es wird schon eher ein Video für echte MyLab-Fans. Das Ganze vielleicht mit ein klein bisschen konstruktiver Kritik und Verbesserungsvorschlägen, weil sonst wäre es ja langweilig. Heute ist der 26.02.2022. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Video jetzt noch machen soll, ob es so angebracht ist. Ich war in letzter Zeit gar nicht so motiviert daran, irgendein Video zu schneiden, aber dann wurde ich ermutigt, es doch zu tun. Zur Ablenkung. Das ist für mich total schwierig einzuschätzen, weil nicht nur die letzten 2 Jahre, sondern eigentlich auch schon einige Jahre davor lebe ich ziemlich isoliert, bin eigentlich nur zu Hause, kaum Kontakte. Und wenn ich was von der Außenwelt erfahren will, dann immer über die Medien. Und da bin ich immer total verunsichert und denke, oh, das ist alles so schlimm, man darf ja gar nichts mehr, ist alles verboten, ich mache alles falsch und so. Erregungsbewirtschaftung gibt nämlich mehr Klicks als die sachliche Information, der differenzierte Dialog. Und den brauchen wir als Gesellschaft. Ich finde, wir sollten uns halt von dieser irrsinnigen Vorstellung verabschieden, dass das, was wir in den Medien sehen, sei es im Fernsehen, aber auch bei Social Media, in den Kommentaren, irgendeine Repräsentation unserer Bevölkerung oder der Wissenschaft ist. Aber wenn ich da mal rausgehe unter Leute, merke ich, das ist alles gar nicht so schlimm. Die echten Menschen da draußen sind auch gar nicht böse. Die sind alle total normal und einsichtig und keine Probleme. Die Leute sind auch immer so toll. Also ich bin immer ganz inspiriert auch von den Leuten, die ich dann dort treffe. Menschen sind voll die tollen Tiere. So, weißt du, was ich meine? Und dann wird alles so kompliziert, wenn man dann groß wird und mit und der Gesellschaft und Politik und allem. Und nicht nur deswegen habe ich mich dazu entschieden, folgenden Abschnitt in meinem Filmchen drin zu lassen. Alles wird gut. People are people, Menschen sind Menschen, auch Wissenschaftler sind Menschen, aber die größte Mehrheit der Menschen da draußen sind ganz normale, nette Leute. Es sind halt meistens stille Leute, die man nicht so mitkriegt, aber sie sind da. Viele Grüße hier an meiner Stelle. Wenn ich aus meiner kleinsten gemeinsamen Realität mal wieder was herunterkommen will, dann hilft mir so ein kleines Recap, so eine Art Rewind, um mir darüber klar zu werden, dass die Welt viel besser ist, als man denkt. Dass man vor Augen geführt kriegt, dass die Welt in vielen Bereichen viel besser ist, als man glaubt. Und ich glaube einfach daran, dass am Ende alles gut wird. Ich habe eigentlich allen Grund zum Pessimismus, aber ich weigere mich, nicht daran zu glauben, dass es besser wird. Also das ist auch so ein Zwecksoptimismus, muss ich sagen, weil sonst könnte ich auch gleich einfach mich zu Hause vergraben und weinen.
Also ich glaube einfach dran, dass es besser wird und ich hoffe, dass meine Tochter mal mich fragt, warum wir damals so seltsam waren. Wenn ich dann jemanden kennenlerne und sage, ja, ich bewundere irgendwie, wie du arbeitest oder so oder dein Drive, dann ist das für mich auch ein viel besseres Kompliment. Als zu sagen, boah, krass, hast du viele Abonnenten. Ich so, ja, das ist jetzt auch alles egal, das, was zählt, ist hier. Dann ist es fast schon ein bisschen beruhigend, dass die Welt nicht ganz so verrückt ist. Und darauf müssen wir jetzt einfach mal hoffen. Und das ist, glaube ich, noch so ein Optimismus, den wir gerade alle ganz gut gebrauchen können. Wenn wir in unseren Nerdköpfen gefangen sind und nicht mehr in die Realität zurückfinden. Das mache ich sehr, sehr gerne, ja. Ja, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Natürlich nur am Wochenende, heute ist Samstag, warte. Der Funkwecker gibt mir recht, heute ist Samstag. Zeit, ein neues MyLab-Fanvideo zu machen. Wir steigen direkt durch mit... mit der Tabellenkalkulation und Datenanalyse-Zeug. Das Datenupdate ging diesmal ziemlich fix. Ich weiß, es kommt gerade wenig. Und damit auch jetzt hier die Ansage, dass ich höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen werde, jede Woche ein Video zu machen. Ich habe aber noch viele coole Sachen geplant für den Kanal, deswegen bleibt bei mir. Leute! Deswegen müssten wir bei MyLab ein bisschen in der Frequenz zurückstecken. Ja. Allerdings gab es am 10. November ein YouTube-Update. Making dislike counts private to only the creator of the video. It reduced dislike attacks. I hope it doesn't cause too much frustration. Nach Erscheinungsdatum betraf das eigentlich nur die letzten beiden Videos hier. Mit einigen Tools konnte ich die Ratings dennoch rekonstruieren, dazu später mehr. Bis plötzlich. Nicht wundern, mir geht's gut. Es ist so einfach, ich muss nur die Aufregung aus mir rausschütteln. Die ungefähre Anzahl der Medienauftritte auf MyT im Jahre 2021. Nur 12 eigene MyLab-Filmchen. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen durch. Sorry für diese Side-Note-Inception, aber ich muss hier nochmal kurz rein. Das ist so ein Klugscheißerwissen, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Alles klar. Science. Dann etwa 28 Webauftritte als Gast, vor allem Interviews in einer Videokonferenz. Dass wir keine Fehler machen, ist, glaube ich, auszuschließen. Jeder macht mal Fehler. Wobei dazu auch kleinere Trailer zählen, die nur einige 10 Sekunden lang sind. Der Alpaka-Kot und ich sitzen immer noch zu Hause rum. Keine Sorge, den Alpakas und ihrer Verdauung geht's gut. Es wird ein Fest. Ganze 47 Fernsehauftritte. Und ich habe dich öfter gesehen in Fernseh-Talkshows. Findest du? Ich war insgesamt während der Pandemie 2-mal bei Lanz und 2-mal bei Illner. Und 10 Podcast-Folgen. Man muss sich einfach mal die Stunden und Stunden an Podcast anhören. Und ich glaube, vielleicht überinterpretieren wir die Kausalität. Ha. Was mich dabei natürlich wesentlich beschäftigt hat, ist die Frage, wie viel Abspielzeit mich das Ganze kostet. Schauen wir mal. Zur Erinnerung, letztes Jahr betrug die Sichtungsmateriallänge 3 Tage nonstop. Aber dieses Jahr war es weniger. Sonstige Webauftritte etwa 8,5 Stunden. Herzlich willkommen bei meiner Tonprobe. Mein Name ist Mighty Nguyen Kim. That's Showbusiness. The show must go on. Fernsehauftritte ohne die 3 Quarks-Folgen, weil das nur Wiederholungen waren, da sind wir bei etwa 20 Stunden. Schön, dass Sie da sind. Übrigens muss man für Forschung oft sehr kreativ werden. Eigengewichtstraining nennt sich das. Ich kann es mal kurz vorführen. So kann man beispielsweise den Trizeps trainieren. Die Podcasts sind etwa 9,5 Stunden lang. Es ist ganz rational betrachtet ein absoluter No-Brainer. Das ist glasklar. Und die MyLab-Filmchen? 3 Stunden, 18 Minuten und 6 Sekunden. Eine dankbare Aufgabe. Oder ihr habt nichts anderes zu tun im Leben. Ich habe das natürlich nicht alles am Stück durchgesehen, sondern über das Jahr verteilt, so immer nach und nach. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, es dauert jetzt ein bisschen. Danach wisst ihr einfach Bescheid. Ich habe mir dafür extra ein MyLab und ein Mighty Nguyen Kim Google Alert gesetzt. Da kriege ich das Neueste immer sehr schön per E-Mail gesendet. Zum Beispiel das hier. Weiter geht's mit der tollen Tabelle. Das sieht zwar etwas nach Chaos aus, aber lass mal kurz zusammenrechnen. Ohne Quarks plus das plus das das. Okay, ergibt 17.24 Uhr. Moment, Zellen formatieren, Uhrzeit, Format. So, das ist doch realistischer. Ich zoome mal rein. Die Gesamtdurchsehzeit in Normalgeschwindigkeit 41 Stunden und 24 Minuten. In doppelter Geschwindigkeit nur 20 Stunden und 42 Minuten. Mmh. Oh, jetzt beschleunigt sie. Jetzt beschleunigt er. Ja, ich habe das übrigens gemacht. Also natürlich in doppelter Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt über alles Bescheid. In your everyday work, you learn many, many times that you don't know anything. Yes. That's a very valuable lesson. I think that comes with age as well. The more you learn, that you realize the less you know. One of those paradoxes.
Ein weiteres Säulendiagramm die Entwicklung der MyLab-Videos über die Jahre. Primärachse, Videoanzahl blau und Sekundärachse, aufsummierte Längen grau. Das scheint erstmal optisch weniger zu werden, aber Moment. Wir zählen jetzt einfach mal die eigenen Fernsehproduktionen dazu. Mit MyThink X und Wunderwelt Chemie kommen wir dabei auf 21 vornehmlich eigene Veröffentlichungen und einer aufsummierten Gesamtlänge von 8 Stunden, 25 Minuten und 10 Sekunden. Daraus habe ich jetzt die durchschnittliche Videolänge pro Veröffentlichung berechnet. Blaue Linie nur die MyLab-Filmchen und die orangene Linie beinhaltet hier bei 2021 auch noch MyThink X und Wunderwelt Chemie. Wir beobachten einen optisch-linearen Trend. 2016 war jedes Video noch etwa 3 Minuten lang. Kurz sollten die Videos sein, so kurz wie möglich. Es sollte sich ja keiner langweilen. Wir wollten auch niemanden verschrecken. Ihr wisst schon, Science. Was? Ein Video, das länger als 3 Minuten ist? Nee, dafür habe ich keine Zeit. Candy Crush. Und 2021 ganze 24 Minuten und 30 Sekunden. Ein Trend, den wir eigentlich auch schon letztes Jahr festgestellt hatten. Und es sollte uns schon zu denken geben, unsere Aufmerksamkeit ist ja begrenzt. Wie wollen wir damit haushalten, sag ich mal, ja? My YouTube videos, they've become longer and longer. There's some things I just need to explain. For example, a detailed explanation of the methods, right? There's a rule of thumb. The more time we put into the research for a video, the more successful it is. Oh, really? Usually. Oh, that's interesting. Yeah, I want to watch videos that I can learn something from, too. Right. So right. I started making longer videos and the views would go up and we would get more and more subscribers. And this is a trend that I can definitely confirm. Okay, was wurde denn da so lange gesprochen? Was waren so die Themen dieses Jahr, letztes Jahr? Normalerweise bei meinen Videos gestikuliere ich ganz viel und kann dann so die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf mich lenken. Nicht so viel gestikulieren, sondern Überleitung zur schnellen Bildschirmaufnahme. In der folgenden, total unanfechtbaren Statistik kommen nicht nur die neuesten MyLab-Videos, sondern auch die Wunderwelt Chemie und MyThink X-Folgen mit vor. Ich sag's direkt. Achtung, meine eigene Meinung. Das hier, Wunderwelt Chemie, war eindeutig das Beste. Hier im Vorspann kommt zur Freude aller Dino-Fans ein Vulkan, ein paar Flugdinos und ein Skelett-T-Rex vor. Die erwartungsvolle Frage, wann kommen endlich die Dinos, wurde kaum zufriedenstellend aufgelöst. Dinos sind allerdings nicht herausgesprungen. Dieser Stuhl, in dem ich sitze, das war mal ein Dino. Okay, das war jetzt nur ein allgemeiner Terra X-Trailer, aber wenn Dinos im Vorspann vorkommen, dann müssen auch Dinos im Film vorkommen. Punkt. War schön gemacht, also neben diesen ganzen Stock-Footage-Materialien gab es auch so ein paar geschauspielerte Zeitreisen, nenne ich das mal. Okay, wer hat Lust auf eine Zeitreise? Können wir jetzt anfangen? Was für eine Show, oder? Ach, das probiere ich auch mal. Seid gegrüßt, Freunde der Sonne, genauestens analysiert. Leben Sie wohl. War das gut? Mit wem sprichst du da? Ich beam mich mal ein halbes Jahrhundert weiter. Sogenanntes Stock-Footage-Material ist archiviertes Filmmaterial oder auch Fotos, meist total schillernde, bunte, detailverliebte Zeitlupenaufnahmen. Pure Poesie. Und hier fand ich sogar ein bisschen elektrotechnisches Stock-Footage, was ein bisschen diskutierungswürdig ist. Ein unauffällig auffälliges Oszilloskop. Channel 1 in Gelb und Channel 2 in Türkis. Tolle Sinüsse, fast in Phase. Channel 3 und 4 in Magenta und Dunkelblau eiern so ein bisschen rum. Die werden anscheinend nicht richtig getriggert, sodass es kein stehendes Bild ergibt. Das ist ein Filmfehler. Der Trigger ist auf fallende Flanke und 20 Volt gesetzt. Und ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine sinnvolle Messung ist oder ob es in Wirklichkeit so war, dass die Filmemacher und Kameraleute gesagt haben, es sieht noch mehr aus, wenn am Hintergrund Channel 3 und 4 so rumflackern. Lass das mal so, das sieht gut aus. Aber das sind nur Details, das fällt bestimmt keiner Sau auf. Dafür müsste man das schon in ein Videobearbeitungsprogramm ziehen und auf Stopp drücken und jeden Frame einzeln vorgehen, damit man das genau erkennen kann. Ich habe das jetzt mal gemacht. Bitte schön, gern gesehen, gern geschehen. Weiter geht's. Ich gehe jetzt hier noch etwas näher auf Stock-Footage-Praktiken ein, weil das etwas ist, was viele andere berühmte Science-YouTuber nutzen, um ihre Erklärmonologe optisch aufzuhübschen. Und die Kritik daran ist wirklich, dass dadurch der Eindruck entstehen könnte, dass der eigentliche Inhalt in Wirklichkeit nur eine allgemeingültige, Wikipedia-artige Content-Fütterungsmaschine ist. Das klingt erstmal super beunruhigend, aber wie dramatisch ist die Lage denn wirklich? Ich finde diese Einspieler ehrlich gesagt voll schön, denn gerade beim Medium Film kann man so viel mehr zeigen und veranschaulichen, als man es durch einen rein abgefilmten Moderator tun könnte. Bei MyLab gab es ja schon immer die Grafikerin Melanie im Team. Also zielgerichtete, zum Thema selbst erstellte Grafiken. Besser geht's nicht. Eine spezialisierte Grafik finde ich zum Erklären und Veranschaulichen besser als allgemeingültige schillernde Bildchen im Hintergrund. Doch schau genau hin, ich bin ein Asiate und das bedeutet, ich kann...
Kannst du wirklich massieren? Natürlich kann ich massieren. Ich kann ja schließlich auch Karate und Mathe. Da können wir nur lachen. Steile These. MyLab ist ganz offensichtlich mehr als nur Wikipedia. Inzwischen versuche ich bei MyLab zu schauen, was es schon gibt zu einem Thema und was es eben auch noch nicht gibt. Ich möchte eben auch Infos vermitteln, die man sich nicht so leicht ergoogeln kann. Ich möchte mir eben für die Zuschauerinnen und Zuschauer die Arbeit machen, die Zeit nehmen, die sie nicht haben, mich durch den Wust da durchzuwühlen und ihnen das weiterzugeben, was ich eben herausfinde. Bei MyLab gibt es manchmal zum Beispiel diese farbigen Rollo-Hintergründe im Hintergrund. Das ist gelb, richtig? Richtig. Ich habe mal vor Jahren versucht, da ein Muster zu finden, habe aber keinen eindeutigen Zusammenhang ausmachen können. Super Color Vision, kurz gesagt, wahrscheinlich schon. Vielleicht wird ein Farbwechsel manchmal als so eine Art Kapitelwechsel benutzt, laut meiner Einschätzung. Ist Forschung immer gut? Ich hoffe, ihr erkennt, dass ich hier mit meinen Hintergründen einen Regenbogen darstellen wollte. Ich weiß, ich habe nicht alle Farben und vor allem sind sie nicht in der richtigen Reihenfolge. Es tut mir leid. I tried. Unifarbener Hintergrund. Mai, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün, aber ich mag viele Farben und natürlich mag ich Pommes. Wer mag denn keine Pommes? Grün, wer sag's denn? Da hätte ich nur noch besser das Bild setzen sollen. Egal. Grün ist auch meine Lieblingsfarbe. Trotzdem, hier ein kleiner Vorschlag von mir, den ich schon mal so ähnlich benutzt habe. Man könnte die verschiedenen Farben dazu nutzen, das Erzählte als Fakt, Meinung, Messung, Hypothese etc. zu markieren. Wie dem auch sei, im Internet gibt es jedenfalls sehr viele Anbieterplattformen, die Stock-Footage vertreiben. Ich gestehe hiermit, ich habe selbst mal versucht, als Creator Anbieter für solche Stock-Footage-Materialien zu sein, hat aber nicht funktioniert. Ich habe das deswegen versucht, weil das zählt nicht zu Gewerbe, sondern zu Freiberuflichkeit. Wegen Anwendung des Verwertungsrechts bei Künstlern, Autoren und Journalisten. Die Plattform verkauft von deinen Materialien Lizenzen und du bekommst dann eine Provision. Bei mir meistens nur 10 Cent. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, aber eins meiner beliebtesten Fotos zeigt eine graue Gartenwanze vor grauem Hintergrund. Auf Englisch ist das ein Stinkbug. In anderthalb Jahren wurde einmal ein Video von mir runtergeladen, und zwar dieses hier von einem Waldmistkäfer, der über goldenen Sand krabbelt. Für diesen einen Käfer-Download habe ich $7,50 bekommen und für diesen Stinkbug habe ich für 7 Downloads $2,07 bekommen. Insgesamt habe ich die Auszahlungsgrenze jedenfalls bei diesem Dienst noch nie erreicht. Ich fand sehr erstaunlich, dass selbst das ZDF auf solche Stock-Footage-Materialien zurückgreift. Hier im Abspann sieht man die gewählten Anbieter für diese Dokumentation. Die zwei Plattformen, wo ich ziemlich erfolglos Anbieter bin, die stehen aber jetzt nicht hier in der Liste. Ich habe es dann auch schon so halb aufgegeben, weil ich bin einfach kein Profi und es gibt echt Wichtigeres. Jedenfalls nach dem Wunderwelt Chemie schauen alle so, wow, ich will auch Chemie studieren. Aber dann kam Folge 1 von MyThinkX über Meinungsfreiheit. Okay, es läuft um 22.15 Uhr, aber das war eindeutig nicht jugendfrei. Nehmen wir die Schlagzeile, Männer denken 34 Mal am Tag ans. Ist ja erstmal interessant, ne? Das hat mich total in Erklärungsnöte gebracht. Wenn es mit Humor unterhalb der Gürtellinie ist, dann schaue ich das lieber alleine für mich, dann geht das. Aber das war einfach zu kontrovers, also nur für Ältere geeignet. Ich persönlich habe diesen, Achtung, Wikipedia-Artikel Pipi-Kaka-Humor total gefeiert. Oh Gott, okay, deswegen riecht es hier so. Ja, jeder will Gold erschaffen. Aber nur ich bin auf die Idee gekommen, es mit Urin zu probieren. Das ist sehr kreativ, das muss man Ihnen lassen. Mein künstlicher Harnstoff ist chemisch nicht zu unterscheiden vom Pisse-Harnstoff. Also Pissen, Wissen ist Macht. Also gerne mehr davon. Ich find's gut, dass das durchgekommen ist. Es ist offiziell, wir sind am Arsch. Oh, darf man Arsch sagen im ZDF? Scheint okay zu sein. Um nochmal auf MyThinkX zurückzukommen, da finde ich diese Zwischenmoderationsteil-Einspieler äußerst beeindruckend. Das ist so bunt und vielfältig und offensichtlich gibt es da ein großes Netzwerk. Ich behaupte mal, das ist so eine Art Superpower. Wenn man so viele Leute kennt und sich auch noch traut, die anzufragen und dann noch so viele tolle Zusagen dabei rauskommen, Respekt. Cross-Promo! Also ich finde auch, aber tut mir leid, Klaus, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss das für Mai aufnehmen. Für Mai? Mhm. Na dann. Erregungsbewirtschaftung ist inzwischen zu einem erheblichen Bestandteil unserer Medienlandschaft geworden. Viel Glück, Mann. Genau. Oh, der feine Herr hat studiert. Trotzdem ist da noch viel Luft nach oben. Hi, wenn ich einen Akkord weglasse, dann bleibt der Takt ja schließlich trotzdem der gleiche. Das ist ein bisschen wie extra Tonleitern zu üben, um dann halt doch nur Schlagzeug zu spielen.
Also für mich ist das eine total andere Welt, aber das wirkt durch sowas auf einmal so viel persönlicher und nahbarer. Wie dem auch sei, vor einigen Minuten habe ich eine Klammer aufgemacht zu den besprochenen MyLab-Themen. Damit geht's jetzt weiter. Ansonsten habe ich mal wieder jedem Beitrag ein Primär- und ein Sekundärthema zugeordnet und die Punkte gezählt. Die untere Grafik zeigt 2021, darüber die Vorgängerjahre. Daraus kann man sehen, die Variation der Themen ist über die Zeit immer geringer geworden. 2021 waren die großen Renner Veröffentlichungen zu den Themen Biologie und Chemie und Gesellschaft und Ethik, gefolgt von Gesundheitslifestyle, Medizin und Informationsvideos. Das Schlusslicht bilden Interviews, Mathematik, Statistik, Technik und Wissenschaft allgemein. Und was sagt die Chefin inhaltlich selbst zum Thema Themen? Hier ein kleiner Ausschnitt. Wir knüpfen uns lauter Themen vor, die in der Öffentlichkeit eher emotional und hitzig diskutiert werden und wollen dann eine Versachlichung schaffen. Und das geht natürlich nicht, wenn Sachlichkeit immer langweilig ist. Also Unterhaltung ist unsere einzige Chance, Sachlichkeit dann auch ja massentauglich zu machen. Und genau das will ich eben versuchen, inhaltlich wirklich in die Tiefe zu gehen, in die Details zu gehen, so wie es jetzt auch man zum Beispiel von MyLab gewohnt ist, aber auch eine Show zu machen, die man auch so schauen würde, ohne dass man gerade was lernen möchte, dass man so aus Versehen was lernt, wenn man da mal aus Versehen reinseppt. Die Wissenschaft zu hijacken, also zu kapern. Random Dinge aus dem Anthropozän, also aus unserem modernen Leben zum Beispiel. Ist Intelligenz erblich? Sollten Drogen legalisiert werden? Was ist der wahre Grund für den Gender Pay Gap? Klimakrise und was sonst noch alles kommt. Wie wollen wir die Welt ernähren? Was ist mit grüner Gentechnik? Was ist mit KI? Bei MyThinkX geht es um gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Wir gehen ins Detail. Wir differenzieren. Für Quatsch haben wir keine Zeit. Kein Problem ist ihr zu groß. Klimawandel. Menstruationsbeschwerden. Das sind halt alles so unglaublich wichtige Themen, bei denen nicht nur politische Entscheidungen getroffen werden, sondern wo auch politische Entscheidungen auf Basis von der öffentlichen Wahrnehmung getroffen werden. Ne? Jetzt heute mit dem Internet und es gibt kein Sender-Empfänger-Prinzip mehr, alle können sich selbst zu Experten benennen. Es ist halt so, so unglaublich wichtig, dass wissenschaftliche Inhalte halt richtig vermittelt werden. Und ich habe halt gesehen, dass es da noch nicht so viel gibt, einfach gerade in Deutschland. Also in den USA ist es da ein bisschen besser. Und dachte, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann irgendjemand muss es machen. Ja. Und es müssen auch noch mehr machen, weil ich kann nicht alles alleine machen. Also es gibt noch viel Platz auch noch neben mir. Ja. Die spannendsten Fragen und Probleme unserer Zeit sind natürlich gesellschaftliche, wo Naturwissenschaften eben nur einen kleinen Teil beitragen können. I made YouTube videos for a year. I felt much smarter than after my PhD actually. Because after a PhD, you know a lot of stuff, but you're such a specialist. With the work I'm doing now, it's all relevant topics and I love that. Da mein Spezialgebiet, mein breiteres ja immer so diese gesellschaftlich relevanten Themen sind, habe ich noch nie ein Thema gehabt, wo ich gesagt habe, das ist zu kompliziert, weil alles, was gesellschaftliche Relevanz hat, was Leute betrifft, müssen sie auch verstehen können und zumindest die Basics. So what would be areas of, let's say, everyday life that you, in your opinion, this new technique has most impact on? Es war wirklich ein bisschen viel. Also wir sehnten uns fast schon nach dieser unaufgeregten Zeit, wo unsere kontroversesten Beiträge nur über Glyphosat oder Cannabis gingen und wo wir einfach in Ruhe über Moleküle und Konfidenzintervalle sprechen konnten. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es Angela Merkel und Bill Gates sind, die dir sagen und die das dann zusammenschneiden. Ah, hey, abrupter Themenwechsel. Es ist ein sehr gutes Thema, das wir sehr gerne auf die Liste schreiben. Also generell kriegen wir viele Nachrichten mit Themenvorschlägen. Ich kann euch nur dazu ermuntern, weiterzumachen, weil wir natürlich auch das machen wollen, was euch interessiert. Nur als Vorwarnung, weil wir eben sehr lange im Voraus recherchieren, stehen halt viele der nächsten Themen auch schon fest. Aber für die Zukunft hören wir gerne auf eure Themenvorschläge, also gerne immer weiter her damit. Aber es sollte halt kein Tabuthema sein. Schauen wir uns jetzt noch die Metrics der Likes, der Dislikes und des Ratios an, die bei den Themen 2021 herausgekommen sind. Achtung, es folgen Datentabellen und extrem gut designte Tabellenkalkulationsgrafiken von mir. Daran sollte man sich mal eine Scheibe abschneiden. Die Ratings 2021 haben sich leicht verbessert. Ich persönlich bin nicht so der große Tracker, also mir fällt gerade nichts ein, wo ich in meiner Freizeit irgendwas noch in Zahlen verfolge. Macht mir jetzt persönlich nicht so viel Spaß. 2019 war das beliebte Video Nummer 139, Baby. Und das schlechteste, Nummer 125, die Pharmaverschwörung. Das Video, die Pharmaverschwörung. Top-Kommentar, die einzige Industrie, von der Mai gekauft wurde, ist die Tee-Industrie. Holt euch einen Tee
Macht es euch gemütlich. Es dauert jetzt ein bisschen, aber danach wisst ihr einfach Bescheid. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, denn so viel vorweg, wir brauchen Geduld. Holt euch erstmal einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen da jetzt zusammen durch. Jetzt ist Zeit für eine Tasse Tee, oder? Prost, ja. Cheers. Prost. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, los geht's. Noch so ein sinnloser Kommentar von mir. Wer das Pharma-Verschwörungsvideo gedisliked hat, der sollte sich mal das Pille-Video anschauen, weil da durchaus kritisch über ein pharmazeutisches Produkt gesprochen wird. Deswegen muss man echt aufpassen. Also ich finde es deswegen umso wichtiger, gerade junge Frauen sehr, sehr sorgfältig aufzuklären und zu informieren. 2020, zur Erinnerung und zum Mitraten, das beliebteste Video war Nummer 158 über Cannabis. Und das schlechteste hier unten war, höchstwahrscheinlich ein virales Thema, Nummer 168, Corona hat meine Meinung geändert. Auch interessant, das zweitunbeliebteste Video war Nummer 171, Vitamin D, wissenschaftlich geprüft. Was ich interessant fand, weil es ja nicht um Vitamin C ging. Lass uns nochmal genauer auf diese Grafik schauen. Die zwei am schlechtesten bewerteten Videos im Jahr 2021 hatten ein gewisses Keyword im Titel, was dies schon vermuten ließ. Nummer 182 und 173 über IMPF. Aber wir hören bei dieser Zusammenstellung jetzt mit dem beliebtesten Video aus 2021 auf, das da war... So schlimm wird die Pflegekrise. Das war nicht nur innerhalb der Bubble, sondern auch bei Kritikern. Den Normalos links und rechts von der Mitte, ein sehr gutes Video. Manchmal ist so eine Videobewertung auch von der Interpretation her schwierig. Ob das Rating zustande gekommen ist, weil das Video an sich so gut war oder aber weil das besprochene Thema an sich einen Daumen hoch oder nach unten verdient hätte. People dislike videos for many reasons, including some that have nothing to do with the video, which means it is not always an accurate way to select which video to watch. Aber ich denke, das Pflegekrise-Video war eindeutig ein sehr gutes Video mit einem sehr guten und sympathischen Experten und Interviewpartner. Pflege hat auch viel mit Menschenwürde zu tun. Hier muss endlich die Politik an die Arbeitsbedingungen ran. 2019 waren noch viel mehr Videos im blauen Bereich, aber diese lineare Trendformel hier verrät, 2020 war die negative Steigung bzw. das Gefälle minus 0,2175 größer als jetzt mit den neuen Daten von 2021. Das bedeutet, die Trendlinie wird flacher und das Rating insgesamt besser. Der Anstieg hat sich gebremst. Hier viele Videos im grünen Bereich. Und Nummer 168 im braunen Bereich wirklich sehr weit abgeschlagen. Es hilft, auf etwas Bestimmtes stolz zu sein, wenn man irgendwas in Zahlen hat. Natürlich muss man aufpassen, dass man aber nicht auch noch in seiner Freizeit in einen Leistungsdruck verfällt, der nicht sein muss. Der YouTuber Ultralativ machte letztes Jahr ein Video mit dem passenden Titel Ich habe ganz YouTube Deutschland ausgewertet und analysiert. Er nahm Metadaten und Infos wie Nutzer, die dieses Video anschauten, schauten auch und erstellte daraus eine Grafik, in der man die verschiedenen YouTuber-Bubbles gut erkennen kann. Und man erkennt, MyLab ist in der grünen Bubble ganz in der Mitte. Und Leute, die MyLab schauen, schauen anscheinend auch oft diese YouTuber hier in der unmittelbaren Umgebung. Also ich schaue davon ehrlich gesagt nur Mai. Ich mache das eher so nach Bedarf und habe mir das Daddeln abgewöhnt. Schauen wir uns jetzt die Korrelation der Ratings mit den Views bzw. der Reichweite an. In Orange, auf der Sekundärachse, die ich jetzt hier mal bei 4 Millionen abgeknipst habe, sieht man die erreichten Views pro Video. Und in Blau das Ratio wie eben auch. Und man erkennt, seit 2020 sind die Views sehr viel größer, oft über 1 Million pro Video. Die meist gesehenen Videos haben auch im Umkehrschluss das schlechteste Rating. Hat das mit dem Daumen runter was gebracht? Hier ein paar Ausschnitte von Mai und YouTube. Apparently groups of viewers are targeting a video's dislike button to drive up the count. And it's usually just because they don't like the creator or what they stand for. Ich kriege das ja auch manchmal mit, woher das kommt. Also ich kriege immer mal wieder so Screenshots. Da wird einfach ein Video von mir in bestimmten Telegram-Gruppen gepostet mit irgendwie so einem großen Aufruf zum Disliken und böse Kommentare hinterlassen und dem wird dann einfach blind gefolgt. You can still dislike videos and that action will be used to tune your own recommendations. Some of you mentioned dislikes helped you decide what videos to watch. But dislikes were never shown to people on the homepage search results, up next screens, where users were most likely to choose a video. We also saw the dislike count harming parts of our ecosystem. Through dislike attacks, as people actively work to drive up the number of dislikes on a creator's video. Underlying all of our efforts to innovate and support our creator community is a commitment to responsibly protect our community. We're also exploring ways to provide more transparency. Thank you so much.
This again is about protecting all creators and making sure they have a chance to succeed and feel safe in doing so. Hat das was gebracht mit der Privatisierung der Daumen runter? Kleiner Schmankerl aus meinen Analytics. Lila, die Daumen runter, in grün die Views. Und wie Sie sehen, hat mein allererstes MyLab wissenschaftlich geprüft Video die meisten Daumen runter bekommen. Es hat allerdings auch die meisten Views. Nach diesem krassen Ausreißer wird es auch schnell einstellig hier. Hier oben im Liniendiagramm. Und solange die Views viel größer sind als die Daumen runter, ist doch alles okay. Tja, ich bin einfach zu unbedeutend. Die Daten hier reichen einfach nicht aus für eine gute Analyse. Weiter geht's. Wir leben in einer sehr komplexen Welt und jede Sekunde prasseln unzählige Infos und Reize auf uns ein. Um die alle zu verarbeiten, müssen wir zwangsläufig in Abkürzungen denken, in Schubladen denken, in Mustern denken, was eben auch zu Vorurteilen führt. Aber wenn wir das nicht machen würden, würden wir den ganzen Tag nur rumstehen und nachdenken und so gar nichts mehr kommen. MyLab ist schon fast bei 1,5 Millionen Subscribern angekommen. Machen wir eine kurze Peak-Betrachtung, was jetzt noch ein bisschen interessant ist. Bei den wöchentlich erreichten Views gibt es hier einige Ausschläge, die sich nicht in den wöchentlich dazugewonnenen Subscribern wiederfinden lässt. Das hier unten waren die Videos über Meinungsfreiheit und das hier hinten die letzten beiden Videos über C-Themen. So, pass auf. So, jetzt kommt wieder ein längerer, sinnloser Kommentar von mir. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben für mich, aber ich finde, die ganzen Interviews, Fernsehauftritte und sonstige Webauftritte, die vermitteln ein total anderes Bild als diese geskripteten MyLab-Filmchen an sich. Und inhaltlich scheint es in den ganzen Interviews immer total ähnliche Themen zu geben von Jahr zu Jahr. So als ob es da so eine Art Fragenkatalog gibt, wo es immer ähnliche Fragen gibt und dann immer dieselben Antworten kommen. Da habe ich mir hier in meinem Videobearbeitungsprogramm so richtige Cluster erstellt und die ganzen Antworten immer so kategorisch einsortiert. Und bei den Talkshow-Auftritten und den Interviews ist mir aufgefallen, dass da oft manchmal meistens so ein klein bisschen Werbung für das eigene neue Buch gemacht wurde. Aber wenn ihr das hier seht, könnt ihr es schon kaufen. Wirklich. Tut es. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ja, du sprichst von der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit, auch in deinem neuen Buch übrigens. Wie ist das gemeint? Ich fand das einen interessanten Begriff. Ja, genau. Ja? Ist auch sehr clever, dass wir das Buch auch nochmal sehen. Ach so, ja, stimmt. Warte. Hallo, ich habe euch gar nicht bemerkt. Hi. Ist das dein neues Buch? Nein. So sehe ich übrigens aus, ohne Maske. Zeit zu nehmen für die Wissenschaft. Also dieses Buch ist wirklich, also es ist auch ziemlich dick. Es ist auf jeden Fall komplex. Der Titel des Buches ist ja auch so perfekt. Eine richtige Steilvorlage quasi. Also kein Wunder, dass das überall angesprochen wurde. Und ich habe da jetzt so ganz tief im Hinterkopf noch irgendwo stehen, dass man als Freiberufler eigentlich gar keine Werbung machen darf, also nichts mit Werbung und sowas, sondern nur Dienstleistungen auf Rechnung. Du machst das ja auch fürs Publikum. Ne? Das ist ja, du bist ja eigentlich wie so ein Dienstleister, ja. Der Entertainer. Ja. Aber ich glaube, das ist deswegen okay, wegen Verwertungsrecht für Künstler, Autoren und Journalisten. Und man kann es natürlich immer als Referenz herziehen. Ich habe das übrigens, Moment, das ist hier in meinem... Ich habe das übrigens als Hörbuch. Keine Werbung, sondern wissenschaftliche Referenz. Weil ich eben nicht so gerne lese, deswegen danke Mai fürs Paperlesen, habe ich mir das alternativ halt angehört. Zum Glück hatte ich noch ein Laufwerk hierfür. Jetzt muss ich noch irgendeinen Audioverweis einführen, damit das Zitat auch ordnungsgemäß ist. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Menschen nicht doch vernünftiger sein können. Ich hoffe, dass es besser wird. In der Vergangenheit, in den Teilen 1 bis 3, habe ich an der einen oder anderen Stelle ein paar Vorschläge mit ins Video einverflochten. Ich stelle jetzt mal einige Korrelationen vor, wo ich mir einbilde, dass mein Output quasi Einfluss auf MyLab gehabt haben könnte. Am 6.9.2018 machte ich einen Kommentar auf das Video Roggenmehl statt Shampoo, wie funktioniert No Poo? Mit Stuntfrau Sadet. Hier zu sehen auf einem sehr vorteilhaften Standbild. In meinem Kommentar machte ich ein paar Vorschläge zum wissenschaftlich Prüfen. Und erstaunlicherweise wurden bis heute einige davon verfilmt. Könnte auch Zufall sein? Ein wahnsinniger Zufall. Ein wahnsinniges Glück. Zum Beispiel sowas ähnliches wie das hier mit Low Carb. Sitzen ist das neue Rauchen kommt im Komisch alles chemisch Buch vor. NFP wurde im Pille-Video erwähnt. Was bringt Yoga? Wissenschaftlich geprüft. Da gibt es sogar ein ganzes Video von. Über Vitamin D inzwischen ebenfalls. Aktivkohletrend auch. Ja, das war's eigentlich. Mai hat mir damals auch geantwortet mit geil, notiere ich mir alles, Keks. Bei meinem allerersten MyLab wissenschaftlich statistisch hypernerdisch analysiert vom 21. Januar 2019 habe ich mir mit TubeBuddy die Videotags von MyLab angeschaut und leicht kritisiert. Kann sein, dass sie da echt immer Copy-Paste macht. Der erste Tag sollte nicht nur Mai sein, sondern der erste Tag sollte direkt auf das aktuelle Video bezogen sein. Chemie, Biologie, Physik, Funk. Das sagt alles nichts über den Inhalt dieses Videos aus, finde ich. Und siehe da,
Bei einem Folgevideo vom 19. Februar 2019 wurde dieser Videotag-Verbesserungsvorschlag einmalig angewandt. Wir erinnern uns, die Copy-Paste-Tags fangen meist mit Mai, T, Nyun, Kim, Terra X und The Secret Life of Scientists an. Jedenfalls damals. Und bei dem Retten Veganer die Umwelt-Video lautet das allererste Stichwort hier wirklich vegan. Mighty Nguyen Kim erst an 15. Stelle. Schauen wir uns mal die Rankings an. Beim Stichwort Veganismus häufig an erster Stelle. Das Tag-Ranking ist nach 3 Jahren für dieses Video noch ausgezeichnet. Können wir ja mal testen. Wir suchen jetzt nach Veganismus. Tada! Nochmal suchen. Immer noch an erster Stelle. Die unteren haben sich jetzt schon verändert. Also je nachdem, wie oft man hier auf Suchen klickt, kommen da auch mal andere Videos zum Vorschein. Aber Retten Veganer die Umwelt bleibt immer auf Platz 1. Okay, wir wollten uns das aktuellste Video hier mal anschauen. Und, boah, da. Ich suche noch ein schönes Stoppbild. Immer so ein besorgter Blick. Gut, nehmen wir das. Nummer 1, Mighty Nguyen Kim als ganzes Wort. Danach der Name nochmal gestückelt als Tags vorhanden. The Secret Life of Scientists kommt nicht mehr vor. Dafür aber Mythic X und Terra X und Buch. Danach kommen inhaltlich wirksame Stichwörter. Rankings? Für Käsescheibenmodell auf Platz 1. Also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit genommen, für jedes einzelne MyLab-Video die Tags anzuschauen. Aber wenigstens für dieses eine Video hier wurde mein Vorschlag umgesetzt. Es könnte allerdings auch ein Hinweis darauf sein, dass irgendjemand anderes dieses Video hier hochgeladen hat. Zum Beispiel Melanie oder so. Matthias? Wer weiß. Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Zu guter Letzt schlug ich in meinem dritten Teil von MyLab wissenschaftlich und hypernerdisch analysiert und geprüft vor, dass man eigene Meinungen im Beitrag besser kennzeichnen sollte. Und voilà! Auf dieser Basis könnt und sollt ihr euch natürlich eure eigene Meinung bilden. In meinen Augen? Aber das ist meine Meinung, die man nicht teilen muss, die vielleicht ich auch noch ändern oder anpassen werde. Mich frustriert es, dass wir momentan nicht debattieren können, ohne uns direkt komplett zu zerfleischen, obwohl wir so viele gemeinsame Interessen haben. Das wurde hier eindeutig und klar und super gut umgesetzt. Besser geht's nicht. Da kann man sich jetzt echt nicht beschweren. Um das Filmchen jetzt noch ein bisschen abzurunden, übe ich ein paar Mai-typische Gestiken mit großen Händen ein. Erlaube ich mir jetzt noch ein paar kleine Vorschläge zu bringen. Ich würde mir wünschen, nicht so viel aktuelles Drama, sondern auch ein bisschen Nostalgie und Spaßvideos. Das mit dem Humor, das ist so eine Sache. Ich bin ja eigentlich Rheinländerin und die Rheinländer zählen ja eher so als humoristisches Volk, aber ich bin leider ausgewandert. Und mein Humor, wenn ich überhaupt welchen habe, der wird hier überhaupt nicht verstanden. Also wenn ich was ernst meine, dann wird gedacht, ich mache wieder Witze. Und wenn ich mal Witze mache, dann denken die, das ist mein Ernst. Kann ich mich nicht gegen wehren. Die Geschmäcker, der Humor ist halt verschieden. Also ich lebe jetzt hier, wo der rheinische Humor weder verstanden noch geschätzt wird und trotzdem kann ich das akzeptieren. Denn wichtig ist mir nur, dass es in meinem Kopf lustig ist, dann ist der Rest egal. Das kann ich dann noch so umdeuten. Also ruhig weitermachen mit den Witzen. Mein Witzetoleranzniveau ist sehr, sehr hoch. Also für mich ist alles Witz. Der Rheinländer an sich nimmt das Leben sowieso nicht so ernst. Also die Tendenzen zur Comedy und zum Kabarett total gerne weiter ausbauen. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Die Option lustig hätte ich auf jeden Fall mit reinnehmen sollen. Denn wer meinen Kanal kennt, weiß, dass hier nicht alles mit ernsten Dingen zugeht. Liebes Tagebuch, dieses verdammte lineare Fernsehen. Ständig werde ich davon abgehalten, witzige Sachen zu zeigen. Hier haben wir ja Platz und Zeit im Internet. Deswegen bleibt gerne alle hier. Selbst wenn wir nicht im Fernsehen laufen, machen wir online weiter. Auch mit etwas gehaltvolleren Inhalten, keine Sorge. Ich habe mir natürlich wie bei allem, was ich mache, die Mühe gegeben, so verständlich und unterhaltsam wie möglich zu machen. Und die Laienfreunde, die das schon gelesen haben, da habe ich auch schon gutes Feedback bekommen. Helium zum Beispiel, kennt man aus den Ballons, kann man getrost einatmen. Das Einzige, was da passiert, ist, dass es etwas witzig klingt. Doch ab und zu habe ich auch mal Lust, einfach nur albern zu sein. Manchmal will ich auch nur ein bisschen Spaß haben und die Wissenschaft auch nicht so ernst nehmen. Dann möchte ich noch ermutigen, die Referenzen ein bisschen genauer zu machen. In Text, im Video, falls man mal nicht die Videobeschreibung hat, um das genau nachzuschauen. Selbst die Caroline Kebekus, eine Comedy-Show, macht das exzellent. Wenn da mal ein Wissenskontext auftaucht, dann wird das da im Bild eingeblendet. Ein Drittel aller ArbeitnehmerInnen gibt an, schon mal gemobbt worden zu sein. Arschlöcher sind alltäglich. In einer Studie der Uni Berkeley hat man die Karrieren von Arschlöchern und Nicht-Arschlöchern verfolgt und die Arschlöcher hatten am Ende keine besseren Positionen erreicht als die Vergleichspersonen. Sie haben ihren Mitmenschen also völlig umsonst das Leben schwer gemacht. Arschloch-Experte Robert Sutton nennt das TCA, Total Costs of Assholes, also die Arschloch-Gesamtkosten. Zusammengestellt unter www.arschloch24.net. Und immer daran denken, dass das Web dynamisch ist. Also wenn da Online-Referenzen eingefügt werden, dann bitte immer dazu schreiben,
Online Exist am Datum. Denn wenn die Webseite dann nach der Veröffentlichung des Videos irgendwie geändert wurde, kann man sich dann auch mit rechtfertigen, ich habe da am so und so viel zugegriffen und da stand das dann da noch so. Gut, Case closed. Machen wir weiter. Mein Verbesserungsvorschlag fürs Reden. Beim Schneiden musste ich ganz oft so doppelt gesagte Wörter wegschneiden. Ich denke, das... Ja, ich komme schon ins Stocken, weil es ist sehr komplex. Der Anstieg ist, hat sich gebremst. Das Publikum hat das Studio verlassen, aber bevor der Dreh wirklich komplett abgeschlossen ist, muss Mai noch ein paar Versprecher nachvertonen. Also beim Sprechen und beim Denken scheint es oft vorzukommen, dass Wörter wiederholt werden, bevor man weiß, was man eigentlich sagen wollte. Und das stört ein bisschen beim Schneiden. Aber ich verstehe das voll. Ich kann gar nicht am Stück reden. Ich bin nur am Schneiden hier, weil... ich jetzt schon nicht mehr weiß, was ich eigentlich noch sagen wollte. So. Hallo Mama, tut mir funktioniert. Und dann möchte ich gerne vorschlagen, passend zum aktuellen Lebenszustand etwas mehr oder generell überhaupt mal etwas für Kinder zu machen. Ich habe da ein ganz süßes Video vom Lars gefunden im Homeoffice mit Kind bzw. Säugling. Beeindruckend. Mein Tipp ist, sucht euch ein Format, das euch liegt, das euch gefällt. Und die Antworten kommen von unserem Biologen Lars. Lars, schön, dass du Zeit für uns hast. Die Makerin Laura Kampf kooperiert zum Beispiel mit der Sendung mit der Maus. Hallo Mausfans, ich bin Laura, das ist der Smudo und das hier ist unsere Werkstatt. Ich baue alles Mögliche, aber am allerliebsten Sachen, die ich mir selber ausgedacht habe. Da könnte man einiges draus machen. Das Gelernte, also mehr Science unterjubeln in der Freizeit. Lehr- und Lerninhalte zum Staunen und Entdecken. Gerne auch in der Form Terra X mit Zeitreisen. Was immer gut ankommt, sind Dinos und Piraten. Und für die Mädels eine Zeitreise zu Marie Curie in eine Welt, als es noch nicht so viel Medienablenkung gab. Denn auch aus der Wissenschaftsvergangenheit, aus der Geschichte der Technik, kann man sehr viel lernen und das ist auch interessant. Exactement. Das klingt ja sogar erstmal ganz logisch. Ja. Herr Liebig, ich bin ein ganz großer Fan von Ihnen. Und darf ich Ihnen was Tolles über die Zukunft verraten? Was dann? In Zukunft werden auch Frauen Chemiker, also Chemikerinnen. Ach, das ist ja fantastisch. Also, die Maske vorbildlich, ne? Aber ziehen Sie sich das nächste Mal was Anständiges an. Mein letzter Vorschlag, ein eigenes Musikalbum mit Nerd-Songs herausbringen. Denn ich finde, die Tendenzen dazu waren auch schon immer erkennbar. We are humans just like you, more than nerds. Kannst du zufällig Klavier spielen? Ich kann zufällig Klavier spielen. Du kannst zufällig Klavier spielen. Ja. Und da steht ein Klavier, meine Güte. Na dann, soll ich mich da hinsetzen? Ach, was kannst du so? Flohwalzer? Ja, ich... Und da würde ich mich einfach an Caroline Kebekus wenden. Die macht das doch auch ständig und hat auch sogar eine gute Band. Oh, 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 Arschloch. Dankeschön. Gerne auch a cappella. Es kommt halt auf den Text an. Nerd-Songs über wissenschaftstechnische Themen, wo man auch mal ein bisschen lachen kann. Was immer schnell machbar ist. Ich würde es mir anhören. Aber ich bin da natürlich kein Maßstab, weil ich höre mir auch alles von Mai an. Der Weg ist das Ziel. Und was wird die YouTube-Zukunft bringen? And here are a few areas that we're investing in this year. People come to YouTube every day to learn, and we're committed to doubling the number of users who engage with educational content on YouTube, and we're working towards that goal with new product features that will connect viewers with better ways to learn. Es gibt inzwischen ja schon so viele Leute, auch eine große Bubble, die irgendwas mit Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaft online, hier Influencer, Sciencefluencer, Edutainment und Scitainment machen. Das ist so viel. Ich habe ja schon abgewöhnt, irgendjemandem zu folgen, weil da wirst du ja verrückt, allein wenn du dir die Timeline anschaust. Irgendwann muss man den Sack zumachen und selektieren und sagen, das ist alles jetzt nicht so wichtig für mich. Wenn ich was recherchiere, dann mache ich das nach Bedarf, aber es gibt eine Person, eine einzige Person, wo ich mir alles anschaue und alles angeschaut habe, was ich so finden konnte und das ist Martin Nguyen Kim. Das bin ich. Jetzt muss ich gucken, wie ich das formuliere. Sage ich jetzt die meisten? Oder fast jedes oder überwiegend. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich über die Jahre so ziemlich die meisten Veröffentlichungen von Mighty Nguyen Kim irgendwie mal angeschaut oder angehört habe. Aber deswegen kenne ich mich noch lange nicht gut aus, denn ich mache das hier alles aus der Ferne. Das ist eine Serviceleistung
an alle interessierten Zuschauer, die nicht die Zeit und Muße haben, alles genau durchzuarbeiten. Ich muss kurz die Worte finden, um die historische Relevanz zu treffen. Eine super Mai-Fan-Zuschauerfrage. Was ist Mais Lieblingselement? Ah, hast du Lieblingselement auf dem Periodensystem? Vielleicht ist das doch was zum Ende. Ja, Team Brom. Natürlich. Ich wollte gerade sagen Brom, aber nur weil es cool klingt. Was haben alle mit Brom? Das klingt was einfach dann, killer. Dann ist es das, weil ich komme ja von der Sprache. Als ich bei Jan Böhmermann war, hat er auch Brom gesagt. Ernsthaft? Das ist Brom. Ja. Krass. Brom ist auch voll das unschöne Element übrigens. Was also, kann denn Brom? Was ist ja, Brom? Ja, für Ätzen zum Beispiel. Nicht zu verwechseln mit dem fiktiven Charakter Brom aus Eragon Drachenreiter. Natürlich ist Kohlenstoff mein Lieblingselement, das ist jetzt sehr langweilig, aber es ist halt das Element des Lebens. Von langen Ketten bis hin zu komplexen Gebilden. Alles, was lebt, hat etwas mit Kohlenstoff zu tun. Oh, Kohlenstoff. Das ist es doch. Da hast du doch den Dreh bekommen jetzt. Das ist doch ein schöner Schluss. Und das Element des Lebens. Ohne Kohlenstoff wäre die Erde nie zu einem belebten Planeten geworden. Das sind alles Kohlenstoffatome. Darf ich vorstellen? Mein Lieblingselement. Kohlenstoff. Hier im Bleistift in Form von Graphit. Aber lassen Sie sich nicht blenden von dieser Alltäglichkeit. Abschlussfrage. Liebste chemische Verbindung? Johannes fragt außerdem, was ist deine liebste chemische Verbindung? I'm glad you asked. Meine liebste chemische Verbindung ist die Verbindung zu meinem Freund, der auch Chemiker ist. Die Chemie stimmt. Tut mir leid, Matthias, das musste jetzt sein. Rhetorische Quizfrage. Was ist meine liebste chemische Verbindung? Natürlich Kohlenstoff plus Silizium, also Silicon Carbide. Auf Deutsch Siliziumcarbid. Jeder Spinner setzt auf Silizium, jeder Depp nimmt gern Arsenit. Nur Genießer schalten Bipos aus Siliziumcarbid. So, geschafft. Ich bin froh, dass ich jetzt noch einen vierten Teil geschafft habe. Open End. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bleibt sicher und sauber. Bis dann, bleibt sicher. Also macht es gut. Nee, macht's nicht gut, macht's besser. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, MyLab analysiert.